Wir werden heute einen Horror-Hide-and-Seek im Illoria machen, mit der Besonderheit, dass uns ein grausamer Killer jagen wird. Wenn wir es schaffen, eine Stunde zu überleben, kriegen wir 1000 Euro. Ja. Oh. Wenn wir es nicht schaffen, dann... Okay. Und meine Freunde im heutigen Video sehen... Need to know und er hat meinen Arm gebrochen. Marius und ich habe mich halt verlaufen. Maxi und ich habe wirklich Elias Arm gebrochen. Brox und ich werde hoffentlich heute gewinnen. Kunchi Kitty und ich bin Master of Disaster heute. Der Killer befindet sich derzeit im Gefängnis und die Zentür wird sich in 5 Minuten öffnen. Deswegen, seid ihr alle bereit? Nee, eigentlich nicht. Es geht los in 3, 2, 1, go! Let's go! Oh mein Gott, oh mein Gott! Okay, let's go. Ich habe einen Plan, Leute. Wohin gehen wir? Latina, komm her. Elias, ich habe einen Plan. Ich habe den auch schon ein bisschen vorbereitet. Ich will mit dem Killer ein kleines Spiel spielen heute. Oh nein, ich weiß nicht, wo ich reingehen soll. Kann ich mich hier verstecken? Warum laufe ich eigentlich mit dir, wenn du meinen Arm brichst? Bro, ich zwinge dich, okay? Du musst verstehen, ich zwinge dich, dass du mit mir mitkommst. Ich habe geguckt bei Wikipedia, wie man sich am besten versteckt. Also ich brauche auf jeden Fall ein gutes Versteck, steht da. Oh Gott, die Tür ist richtig laut, aber dann höre ich, wenn hier jemand reinkommt. Ich habe das krasseste Versteck gescoutet im Control Room. Kann ich einfach alles sehen. Hier sehe ich, ob der Killer kommt. Das hier ist dieser Raum. Was können wir machen, Digga? Ich weiß es nicht. Ich habe voll Angst, Alter. Wollen wir einfach ein bisschen chillen? Was für chillen, ne? Bro, wir haben 5 Minuten Zeit, ganz ehrlich. Was für 5 Minuten, wenn da jemand aus dem Gefängnis rauskommt? Hey, wo könnte ich noch hier? Ich sehe hier nichts. Du übertreibst, Digga. Was? Ich übertreibe nicht. Du bist wie so ein kleines Kind, weißt du das? So, okay, guck mal, zweite Sache. Und zwar steht hier als Tipp, ich soll mich so unter Wäsche oder so verstecken. Ich werde hier in diesen Schrank gehen, daran einschließen. Der Schrank hat hier ein Drehschloss. Ich hoffe, ich kann das irgendwie zusperren von innen mit der Zange, die ich dabei habe. Willst du was zu trinken haben? Was darf ich dir geben, mein Bester? Darf ich eine Cola ohne Sprudelwasser? Kannst du dich beeilen, bitte? Oh, das ist zwar laut und richtig eng hier drin. Kannst du dich beeilen, bitte? Da kommt Junge, ich bin gerade dabei, ich mach doch schon! Ui, warte mal. Ey, das könnte mein Versteck werden, muss ich sagen. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Ich schließe jetzt hier oben den Schrank zu. Ich hoffe, das klappt. Ey, na komm schon! Hier, mein Bester. Ich will nicht deinen Spucke trinken. Können wir jetzt weitergehen? Ja. Oh, ich hab das zugeschlossen. Ja, das ist der Schrank zugeschlossen. Okay, wie man sehen kann, habe ich mich jetzt gerade in dem Sack schon mal versteckt. Ich brauche noch irgendwas, um mich halt zu verdecken. Ich habe hier hinten, wenn der Killer hier reinkommen sollte, noch einen entspannten Exit. Dicker! Oha, hier ist eine Küche. Guck mal, hier leben sogar Tiere noch. Ey, guck mal, Hühnereier. Boah, lass mal, ist das echt? Probier, nimm ganz im Mund, probier mal. Digga, was machst du? Du hast gerade das Ei weggeworfen, mach mal ein neues, Digga. Ich hab gesagt, geh da rein. Digga, du gehst da jetzt rein, ich hab gesagt. Bitte lauf nicht in Ruhe. So. Lass mich raus, wenn der Killer hier kommt, bin ich am Ende. Ich komm rüber wie der größte Mobber gerade. Was, Digga? Okay, ich habe jetzt den Plan und zwar lege ich diese Teile hier einfach auf mich rauf und dann mache ich meinen Kopf einfach so. Der wird mich safe nicht finden dann. Willst du in das Auto gehen? Ich will hier rein, ich will hier rein. Du willst da rein, wir können es versuchen. Okay, warte kurz. Alter, geht Elias da in den Koffer rein? Ich will nicht mehr rein. Wir sind doch in einem Team. Guck mal, du hast schon meinen rechten Arm gemacht. Was habe ich gesagt? Was hab ich gesagt? Junge, was hab ich gesagt? Nein, Digga. Digga. Ey, Bro, ich sterbe. Fucking tryhard. Du hast noch 2 Minuten, um genau zu sein. Echt jetzt? Ja, 2 Minuten. Lager doch, komm. Digga, was? Jetzt soll ihm auch noch helfen, ich kack ab. Digga, ich hoffe, der kommt da nie wieder raus, Alter. Alter, ich höre dich. Oh, er hat's gehört. Ich bin hier in irgendeinem Sack drin, Leute. Der wird mich nicht finden. Okay, es wird jetzt schon stickig hier drin. Das ist wirklich übel. Das ist, glaube ich, echt schlecht, dieses Versteck. Ich weiß noch nicht, wo ich mich verstecken soll, bin ich ganz ehrlich, ne? Ich könnte eigentlich hier runtergehen. Da ist übel Spinnnetz. Das Ding ist auch, ich kann hinter die Gardinen eigentlich gehen. Ich gehe da rein und mache dann mit einem Haken das dazu. Und ich habe ein wenig Platzangst. Das wird übel. Und es wird jetzt schon heiß. Es ist echt heiß. Ich habe jetzt meinen Kopf runtergemacht. Und ich kann gleich mein Licht nicht mehr anmachen, weil sonst sieht er mich, glaube ich. Das größte Problem, was ich habe, ist, ich komme von hier nicht weg, wenn er kommt. Und keiner weiß von uns, wie der Killer aussieht. Und spiel mit mir. Der hat einen Baseballschläger. Schnappe euch.
wie der sich schon anhört. Oh nee. Hier so gruselig drin, man wird nonstop so, als würde er gefühlt neben einem stehen, ey. Wo hab ich mich drauf eingelassen? Boah, nee, Digga, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich hab hier kaum Platz, das ist so kacke. Er kommt weiter in die Richtung hier. Falls euch solche Videos gefallen, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben, unten ein Abo, ich würde mich todes freuen. Und ja, ich weiß nicht, was sagst du, ich habe Angst. Also ich weiß nicht, wie lange ich hier schon drin sitze. Ich weiß noch nicht, ob ich Schritte höre oder ob das der Schrank ist, der knackt. Ich glaube, der Killer ist ein Killer-Clown. Hört sich auf jeden Fall so an. So stelle ich mir gerade diesen Killer vor. Kann auch sein, dass er so aussieht. Das ist witzig. Ich glaube, ich muss ein bisschen schneller werden. Gucken wir mal, ob da jemand ist. Direkt so, wenn ich gewinnen sollte, kriegt das ein Abonnent von Maxify. Also müsst ihr jetzt abonnieren.
Das ist aber ein schönes Auto. Ich geh weg. Schneller spielen! Sie doch jetzt schnell vorbeilaufen.
Lizzy, wo bist du? Komm und spiel mit mir. Wo bist du? Alle kaputt, alle tot, alle Kinder hat gewonnen. So, das war's mit dem Video. Der Gewinner ist der Killer. 1000 Euro an den Killer. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da für mehr Hide and Seeks. Und ich würde sagen, das war's und bis zum nächsten Mal. Ciao.